Restaurant wird ein Wettessen abgehalten. Ihnen beim Essen nur zuzusehen, bringt mich schon zum Platzen. Weil die essen wahrscheinlich viel zu viel. Ich muss erstmal was trinken. Hallihallo, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Golden der Edition. Und jetzt geht's hier erstmal wieder raus aus der Arena von Saffronia City. Weil wir haben noch Dinge zu erledigen. Wie wir wissen, ist irgendwas im Kraftwerk los. Und das ist auch nicht gut. Aber erstmal gucken. Pokémon müssen wir heilen. Ja, sollten wir heilen. Das Pokémon Center war irgendwo hier unten. Da. So. Radikalheilung. Aber wir werden erstmal den Weg hier gehen. Hallo. Hast du von dem Vorfall im Kraftwerk gehört? Es liegt östlich von hier. La la Vandia. So, gehen wir mal in die falsche Richtung. Was steht auf dem Flugblatt? Ruppige Trainer tragen auf dem Tunnelfahrt Kämpfe aus. Da sich die Beschwerden der Anwohner häuften, wurde der Tunnelfahrt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ordnungsamt Prismania City. Ja, da können wir nicht durch. Dann halt nicht. Dann geht's hier lang. Da sind wir dann in Prismania City. Neue Stadt, neues Glück, Leute zu bequatschen. Lass deine Pokémon in ein Pokémon Center heilen. Ja, wir waren gerade schon in einem Pokémon Center. Wow, dein Pokémon versteht euch sehr gut. Die Rika versteht es meisterlich, mit Pflanzen-Pokémon umzugehen. Eine Unachtsamkeit wird bei ihr übel... übel bekommen. Wird ihr übel bekommen, hä? Das Versteck von Team Rocket befindet sich im Keller der Spielhalle. Oh, warte, das war vor 3 Jahren. Da ist jemand nicht auf den neuesten Stand. Quack! Dieses Quappo ist mein Partner. Ich frage mich, ob es sich wohl je in ein Frosch-Pokémon weiterentwickelt? Nee. Frosch? Nee. Nee. Soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Prismania Villa hat eine geheime Hintertür. Okay. Prismania Villa. Hallo. Mautz. Ido. Ido. Piep, piep, piep. Eine komplette Sammlung von Pokémon-Bilderbüchern. Was ist das? Oh, das ist ein Räucherstäbchen. Meine süßen Pokémon sind meine Begleiter. Mit ihnen fühle ich mich nie allein. Mautzi bringt sogar Geld nach Hause. Ja, es geht arbeiten, nicht so wie andere. Was waren Willi? Willi. Prismania Willi. Villa. Man merkt, ich habe die Nacht durchgemacht, ne? Prismania Villa ist Suite des Managers. Menschenskinder. Lesen. Sollte man noch können. Game Freak Konferenzraum. Was ist hier am PC? Wieman war gerade dabei, eine E-Mail aufzusetzen. Ich hoffe, du kommst einmal nach Kanto. Ich glaube, er ist überrascht, wie viel sich hier verändert hat. Man sieht auch viele Pokémon, die nicht aus Johto stammen. An den Produzenten. Ja, gut. Dann wissen wir, dass hier viele Pokémon sind, die auch nicht aus Johto stammen. Game Freak Entwicklungsraum. Okay.
das richtig? Ich bin der Spieldesigner. Es ist schwer, den Pokédex zu erstellen, aber gib nicht auf. Wer ich? Ich bin der Programmierer. Probier die Spielautomaten aus. Sind die Zwillinge nicht anbetungswürdig? Jasmin ist auch sehr hübsch. Oh, ich bete sie an. Ja, du hast sie wahrscheinlich gemalt, oder was? Ich bin der Grafiker. Ich habe eine Zeichnung von dir angefertigt. Ja. Okay. Irgendwo muss das Ganze ja auch sein. Okay, hier kommen wir nicht rein. Aber wie wir wissen, gibt es eine geheime Hintertür. Und ich bin bereit, die zu benutzen. So wahr ich hier stehe. Wo gibt's hier noch lang? Hier noch irgendwas versteckt? Nö. Wenigstens sehe ich da nichts. Hier noch irgendwas? Sieht auch nicht so aus. Dann geht's hier hinten rein. So. Hallo. Lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Allerdings so unheimlich ist sie gar nicht, wenn es draußen noch hell ist. Komm wieder, wenn die Sonne untergegangen ist, okay? Ach, du willst mich doch verarschen. Sein habe ich so wieder vergessen. Oh. Okay. Dann halt nicht. Gucken wir uns hier weiter in der Stadt um. Der Spielplatz Federmann. Spielhalle von Prismania. Hallo. Die Spielautomaten sind alle hochmodern. An diesem Automaten will ich spielen. An dem habe ich auch gestern haushoch verloren. Das will ich heute wieder haben. Ja, gut. Ist klar. Glücksspiel, ne? Macht süchtig. Ich glaube, an diesem Automaten werde ich gewinnen. Die Gewinnchancen sind bei jedem Automaten anders. Das wäre dann irgendwie unfair, wenn die überall anders sind. Aber man kann ein weniger reinstecken dafür. Die Chancen, eine Pikachu-Reihe zu bekommen, stehen gut. Aber was nun? Ich habe keine Münzen. Willkommen. Du kannst deine Münzen nebenan gegen fabelhafte Preise eintauschen. Willkommen in der Spielhalle. Brauchst du noch Spielmünzen? 50 kosten 1000 Pokédollar. Wow. Hey, ein Champion Schwee. Spielst du auch an den Automaten? Ich möchte genug Münzen sammeln für ein prämiertes Pokémon. Aber ich habe noch nicht genug Münzen. Hey, hinter diesem Poster, da ist nichts. Tier? Hey, hinter diesem Poster, da ist nichts. Ach, hier komm. Veräppeln kann ich mich selbst. Da ist nichts. Prismania City, die Stadt der Regenbogenträume. Ich wollte Pantymos haben, aber mir fehlten 100 Münzen. Willkommen. Wir tauschen deine Münzen ein gegen fabelhafte Preise. Welchen Preis hättest du gerne? TM32, TM29, TM15. Ja. Tier? Willkommen. Wir tauschen deine Münzen ein gegen fabelhafte Preise. Welchen Preis? Oh, ja. Pantymos, Bihuli und Porygon. Ja. Puh. Ich muss ruhig Blut bewahren. Wenn ich nervös werde, könnte ich mein ganzes Geld verlieren. Und das wäre nicht gut.
Tipps für Trainer. Der Megablock schützt Pokémon vor Spezialattacken wie zum Beispiel Feuer und Wasser. Hol dir deine Items im Einkaufszentrum von Prismania City. Ja, später. Guck, was hier noch abgeht. Ich habe schon bei dem Spielautomaten verloren. Ihr Mädchen spielt auch an den Automaten. Versuche es doch selbst mal. WTF. Da bleibt ein vor lauter Sprechen die Stimme weg. Im Restaurant wird ein Wettessen abgehalten. Ihnen beim Essen nur zuzusehen bringt mich schon zum Platzen. Weil die essen wahrscheinlich viel zu viel. Ich muss erstmal was trinken. So. Kann weitergehen. Schlürf, Schlabber. Sprich mich nicht an. Du störst meine Konzentration. Okay. Schluck, Schling. Quantität ist mir wichtiger als Qualität. Ich bin erst glücklich, wenn ich platze. Mampf, Mampf. Das Essen hier ist gut, aber in Dukati City gibt es die besten Speisen der Welt. Krümelkau. Ich esse immer weiter. Nachschub, Chefkoch. Wettessen. Essen bis zum Umfallen. Kein Zeitlimit. Der größte Vielfraß bekommt alles umsonst. Oh Gott. Überreste. Ja, kann keine weiteren Items aufnehmen. Das können wir aber. Ändern, genau. Das wollte ich sagen. Hallo. Hi. Wir halten gerade ein Wettessen ab. Wir können dich im Moment leider nicht bedienen. Ja, ihr seid ja auch dämlich. Warum macht ihr sowas? Im Restaurant wird ein Wettessen abgehalten. Ihnen beim Essen... Ja, da, wir haben dich schon angesprochen. Hier können wir einmal Surfer einsetzen. Hallo. Hier sind vor kurzem Slimers aufgetaucht. Siehst du den Teich da vor dem Haus? Dort leben jetzt Slimers. Wie kommen sie her? Das ist ein echtes Problem. Gibt's Slimers? Interessant. Als wenn ich hier hin und her schwimme, kommt hier irgendwann ein Slimer. Oder auch nicht. Da unten ist die Arena. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich beim Laufen auf den Boden gucke. Ja gut, hier sind überall Ziegel und so. Pflastersteine. Das Einkaufszentrum in Prismania City bietet die größte und beste Auswahl an Artikel. Was du da nicht findest, wirst du nirgends finden. Ja je. Ich klinge wie ein Vertreter. Du bist ein Vertreter. Im Einkaufszentrum von Prismania City findest du alles, was dein Herz begehrt. Auch Drogen? Auch Drogen. Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist so groß. Ich habe Angst, mich zu verlaufen. Dieses Einkaufszentrum gehört derselben Kette an wie das in Dukati City. Sie wurden beide zur selben Zeit renoviert. Hallo, willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Übersicht ist an der Wand. Erdgeschoss, Kundeninformation. Erster Stock, Zubehör für Trainer. Zweiter Stock, TM-Laden. Dritter Stock, Geschenkartikel. Vierte Drogerie. Da gibt's die Drogen. Fünfter Spielautomaten. Okay. Nützliche Items für Trainer. Zubehör für Trainer. Was gibt's hier? Pokéball, Superball, Hyperball, Fluchtseil, Hyperheiler gegen Gift, Teuerheiler. Gut, das ist das Übliche. Und hier
krank. Hier gibt's die Tränke. Okay, okay, Beleber. Schutz. Habe ich nicht noch ein Nugget irgendwo? Hab doch, glaube ich, mal ein Nugget gefunden. Irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass ich mal ein Nugget irgendwo gefunden habe. Wieder Ewigkeiten her, wahrscheinlich habe ich das gar nicht mehr. Liste habe ich nicht. Mein Papa hat sich sehr schwer getan, die Bezeichnung aller Items zu lernen und zu unterscheiden, wann man sie einsetzt. Achso, zu unterscheiden, wann man sie einsetzt. Ich bin vor kurzem Trainer geworden. Mein Sohn hat mir dazu geraten. Dieses riesige Angebot an nützlichen Items ist überwältigend. Ja, für dich wahrscheinlich auch eher verwirrend. Hier gibt's nichts mehr. So. TM-Laden. Mach deine Pokémon stärker. Im TM-Laden erhält man seltene Attacken. Ja, endlich habe ich mein Porygon. Ich bin nicht sehr gut an den Spielautomaten, deswegen habe ich nie genügend Münzen. Was? Das getauschte Porygon hat sich in ein anderes Pokémon verwandelt. Oh oh, ich habe mein Pokémon getauscht, ohne ihm Upgrade wegzunehmen. Ja. Pech. Ich kann mich nicht entscheiden, welches Pokémon diese TM erhalten soll. Was gibt's denn hier für TMs? 10, 11, 17, 18, 37. Ja, keine Ahnung, was das für Attacken sind. Man sollte das auch dazu schreiben. Gut. Weiter geht's. Dritter Stopp. Lass Geschenke für dich sprechen. Geschenkartikel. Pokepuppe, Herzbrief, Surferbrief. Gut, ein paar Briefe und so. Ich möchte hier einen Surferbrief an meine Freundin schicken. Okay. Das ist der einzige Ort, an dem man einen Herzbrief verschicken kann. Gibt's woanders keine? Sieht wohl so aus. Drogerie. Ja, hier gibt's die Drogen. Ich möchte Items kaufen, mit denen der Status meiner Pokémon verbessert wird. Aber ich habe nicht genug Geld. Was gibt's denn hier? X-Treffer, Mega-Block, Angriff plus, X-Angriff, X, 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 okay. Nope. Die andere noch? KP plus, Protein, Eisen, Carbon, Calcium, okay, zum Erhöhen von Werten. Ich möchte AP plus kaufen, damit die AP der Attacken steigen, aber das kann man nicht kaufen. Nee, das wäre auch zu blöd, ne? Das zu kaufen. Es macht Pokémon glücklich, wenn sie Items benutzen dürfen. Allerdings mögen sie manche Items nicht. Tja. Das ist Problem. Dachterrasse, Spielautomaten. Ein Automat. Hier ist die Anleitung. Keine Anleitung. Das sind übrigens keine Spielautomaten, das sind Getränkeautomaten. Och, hier gibt es keine Spiele. Ich wollte spielen. Ein Spielautomat mit einem Roulette? Die gibt es schon lange nicht mehr. Ja, ich habe keine Ahnung, wer auf den Trichter kam, das da hinzuschreiben. Hier gibt es keine Spielautomaten. Ja, erstmal Fahrstuhl holen. Ja, wieder nach unten. So, damit waren wir, glaube ich, auch in allen Häusern. In Prismania City. Das ging doch schnell. Das heißt, das nächste Mal werden wir denn...
in die Arena gehen. Ich bin hier schon mal den Zerschneider einsetzen. Und was uns denn in der Arena erwartet, das sehen wir das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, um kein Video zu verpassen. Und natürlich irgendwas in die Kommentare schreiben. Whatever. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht oder so.